Okay. Kriegen wir schon kaputt. Bildschirmpräsentation vom 13. September 2019. Liste mit 1 Einträgen. Überschrift Ebene 1. Kriegen wir schon kaputt. Englisch Let's Ruin, also akkessible Dings. Vorgetragen auf dem englischen Romla D. Deutschland 2019 von Link Yoshi Kufal. Auf Twitter als Link JKPHL. Listenende. Listenende. Bildschirmblickschutz aus. Herzlich willkommen zum Talk. Kriegen wir schon kaputt? Let's ruin all the accessible things. Was ihr gerade gehört habt, war die Stimme von einem Screenreader. Ein Screenreader ist Software, die verwendet wird von Personen, die Schwierigkeiten haben, Internetseiten und Software im Allgemeinen zu konsumieren. Und der Screenreader hat euch gerade den Intro-Slide hier vorgelesen. Vorgelesen hat er den in einer sehr verständlichen, menschlichen Stimme, die ihr gerade gehört habt. Das habe ich für euch gemacht. Personen, die Screenreader verwenden, verwenden normalerweise keine solche Stimme, weil die viel zu langsam und auf Dauer sehr anstrengend und schwer zu verstehen ist. Ich stelle jetzt die Stimme hier auch um, weil für die nächsten Sachen werde ich die Stimme verwenden und eine Stimme, die typischerweise von Screenreader-Nutzern verwendet wird. Die klingt für euch sehr robotisch und irgendwie nicht normal, aber die ist auf Dauer sehr viel besser zu ertragen und sehr viel besser zu verstehen. Stimmenprofil auswählen, Dialogfeld. Eloquenz. Ich lasse euch die Seite jetzt nochmal vorlesen, mit Sicht, Seite dass auf. Ihr seht, kriegen wir schon was da kaputt passiert. Kriegen wir schon kaputt, Ausrufungszeichen. Gedankenstrich Bildschirmpräsentation vom 13. September 2019. Liste mit 1 Einträgen. Überschrift Ebene 1. Kriegen wir schon kaputt, Ausrufungszeichen. Let's ruin all the accessible things. Vorgetragen auf dem Joomla Day, Deutschland 2019 von Link Yoshi Kufal auf Twitter als Link JKPHL Listenende. Listenende. Das war jetzt so die typische Stimme, die Screenreader-Nutzer verwenden. Und wie ihr wahrscheinlich schon ahnt oder wisst, ist mein Vortrag dreht sich um Barrierefreiheit, Barrierefreiheit im Web. Screenreader sind ein wichtiger Teil davon. Es ist sogenannte assistive Technologie, gibt es noch eine ganze Menge mehr. Werde ich heute nicht die Zeit haben, da ausführlich drauf einzugehen. Ich mache jetzt den Screenreader an der Stelle erstmal aus. Ich bin übrigens super aufgeregt, weil erstens mal, ich habe diesen Talk noch nie gegeben, zweitens mal, ich hatte keine Zeit für einen anständigen Testlauf und drittens, ich habe einen Haufen Technik hier am Start und muss ganz viele Tastaturkürzel im Kopf haben, was ziemlich anstrengend ist. Bitte verzeiht mir, wenn ich aus Versehen irgendein Fenster zumache und nochmal hin muss oder sowas. Drückt mir die Daumen. Wer bin ich? Mein Name ist Yoshi Kufal. Ich bin schon eine ganze Weile im Web unterwegs, mache seit ca. 20, 25 Jahren Websites. Habe eigentlich eine Ausbildung im Architektur- und Designumfeld gehabt. Habe im Jahr 2000 meine Agentur Tollwerk gegründet. Ich habe es vorhin in meinem ersten Vortrag gesagt, ich komme so ein bisschen aus einer anderen Community. Eigentlich sind wir auf Typo 3 spezialisiert. Aber wir haben vor allem auch einen Fokus auf das Thema Barrierefreiheit. Und der ist nun mal übergreifend. Der gilt mit Sicherheit für alle anderen Communities und Websites im Allgemeinen überall. Ich bin seit kurzem qualifizierter Prüfer für BitV und WCAG-Tests. Das heißt, in meiner Praxis teste ich Websites und zertifiziere die Barrierefreiheit und zeige Fehler und Probleme auf. Und ich mache einige Veranstaltungen. Unter anderem habe ich eine Meetup-Reihe ins Leben gerufen, die nennt sich Accessibility Club. Die tingelt durch Deutschland und da machen wir Meetups und Konferenzen zum Thema Barrierefreiheit. Worüber will ich heute reden? Ich will erstens mal darüber reden, was Barrierefreiheit im Web bedeutet, warum das wichtig ist, wo das herkommt, was da alles ein bisschen dazugehört und vor allem auch, warum uns das eigentlich alle was angeht und warum es sogar demnächst Handlungsbedarf für fast wahrscheinlich jeden von uns gibt. Und im zweiten Teil möchte ich so ein kleines Einmaleins der von wichtigen Barrierefreiheitstechniken zeigen, die mir so in meinem Alltag immer wieder auftauchen, auch in der Praxis als Prüfer. Ein kleiner Hinweis auf den Titel dieses Talks kriegen wir schon kaputt. Als ich diesen Talktitel abgeben musste, musste ganz schnell passieren und da wusste ich noch nicht so genau, was ich eigentlich erzählen will. Und zu dem Zeitpunkt hat ein Freund von mir, Manuel Matusovic, ein Wiener Entwickler, einen ganz witzigen Blogpost gerade geschrieben. Der war so ironisch, aber auch interessant, mit dem Titel Building the most inaccessible website possible with a perfect Lighthouse score. Viele von euch kennen vielleicht das Tool Lighthouse, was inzwischen in den Chrome-Browser eingebaut ist. Das ist ein Tool, mit dem kann man seine Websites verschiedenen Tests unterziehen, unter anderem auch in der Disziplin
Accessibility. Und der Manuel hat sich, um auf den Umstand hinzuweisen, dass automatische Tests nie wirklich zuverlässig sind und immer noch geprüft werden muss, hat er sich diesen Blogpost vorgenommen und hat gedacht, er nimmt mal eine Website, die 100% Accessibility in Lighthouse bescheinigt bekommt und macht die so kaputt, wie es nur irgendwie geht. Er hat dann, glaube ich, 10 Schritte oder was, also lest diesen Artikel, er ist echt lustig, hat 10 Schritte gemacht, die Website war schon beim 2. Schritt komplett unbenutzbar, aber hat immer noch 100 Punkte bekommen. Es war natürlich ein bisschen ironisch gemeint auch alles. Er hat da auch sehr böse Kommentare von den Lighthouse-Entwicklern auf sich gezogen. Aber ich fand die Idee eigentlich ganz gut und dann habe ich mir gedacht, man könnte irgendwie wahrscheinlich vielleicht auch einen Talk draus machen. Vielleicht einfach nicht live coden, sondern live breaken. Und habe mir dann Gedanken darüber gemacht. Dann habe ich diesen Talk abgegeben. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, was kann ich tun? Und ich habe unterwegs gemerkt, ich muss gleich sagen, ich halte es nicht durch. Also zumindest nicht, ohne als kompletter Vollidiot hier zu stehen. Ich müsste nämlich dann, um das so zu machen, müsste ich mit einer Website anfangen, die schon weitestgehend barrierefrei ist oder sehr barrierefrei ist und müsste die dann quasi kaputt machen und rückbauen. Und ich würde aber wahrscheinlich dann an der Stelle schon das Grundwissen überspringen und voraussetzen bei euch und das ist irgendwie doof. Also ist es am Ende doch nur zu einem 1x1 gekommen, mehr oder weniger, aber ich glaube, dass ich trotzdem die eine oder andere wichtige Botschaft damit habe. Was ich gerne hätte, ist es, dass ihr heute aus dem Vortrag rausgeht, diejenigen von euch, die sich noch nie mit Barrierefreiheit beschäftigt haben, dass die wissen, was sind so die wichtigsten Grundbausteine von barrierefreien Websites, was sind die wichtigsten Optimierungen, wo sind die typischsten Fallstricke. Und ich versuche aber auch immer wieder das ein oder andere nützliche Tool mit unterzubringen, was hoffentlich auch dem einen oder anderen was bringt, der sich schon länger mit der Materie beschäftigt. Ich kann mir es gut vorstellen. Erstmal ein kleiner Überflug über das Thema Barrierefreiheit an sich. Was bedeutet es, warum ist es wichtig, für wen ist es und woher kommt es? Da ist erstmal dieser Herr, den haben wahrscheinlich die einen von euch schon mal gesehen, Tim Berners-Lee, der das Web in der Form, so wie wir das heute kennen, erfunden hat oder ins Leben gerufen hat. Und er hat damals diesen Satz hier mit auf den Weg gegeben, nämlich "The power of the web is in its universality." Und er sagt im Endeffekt, er stellt sich das so vor, dass wir alle das Web so benutzen, dass jeder Zugang zu allem hat. Das heißt, da ist das Thema Barrierefreiheit steckt schon in diesem Motto mit drin. Wenn ich bei Wikipedia nachschaue, ist das da die Definition von Barrierefreiheit im Deutschen, nämlich dass jeder unabhängig von körperlichen, technischen Einschränkungen alles nutzen kann. Wer sind überhaupt die Nutzer, von denen wir da sprechen? Jetzt, wenn wir von Barrierefreiheit sprechen, denken alle als erstes immer mal an Menschen mit Behinderung. Ja, die gibt es. Es gibt eine ganze Reihe von Behinderungen, die eine Rolle spielen und für die Websites vor allem immer besonders wichtig sind. Menschen mit Behinderung sind insbesondere auf Websites angewiesen. Wir haben körperliche Einschränkungen, Personen, die Tastatur, Maus, sonst was nicht bedienen können aufgrund von körperlichen Faktoren. Die häufigsten Behinderungen, die da natürlich eine Rolle spielen, sind Sinnesbehinderungen, also beispielsweise Fehlsichtigkeiten, Sehbehinderungen, Taubheit und so weiter. Wir haben Leute mit Sprachbehinderungen. Dazu muss man wissen, dass Leute, die Sprachbehinderungen haben, häufig auch gleichzeitig Lese- und Schreibschwierigkeiten haben, weil das sehr stark miteinander zusammenhängt. Und wir haben kognitive Behinderungen, das heißt Personen, die auf irgendeine Art und Weise beeinträchtigt im Verständnis, im Abstraktionsvermögen sind, die Schwierigkeiten mit dem Lesen, mit dem Begreifen haben. Es gibt aber noch eine ganze Menge anderer Nutzer, die das auch alle betrifft. Ich nenne sie mal überschreibend spezielle Nutzer. Dazu gehören beispielsweise Nutzer, die nicht aus technischer Sicht nicht uneingeschränkten Zugang zum Internet haben, beispielsweise weil sie mobil unterwegs sind, weil sie eine schlechte Internetverbindung haben, weil sie schlecht ausgestattet sind oder weil ihre Geräte nicht das unterstützen, was eine Website von ihnen fordert. Dazu gehören unerfahrene Nutzer, das können Senioren oder Kinder sein, die sich zum ersten Mal mit dem Internet beschäftigen. Dazu gehören Menschen, die Webangebote konsumieren, die nicht in ihrer Muttersprache sind. Und es geht auch in den maschinellen Bereich rein. Auch Suchmaschinen und Robots sind letzten Endes eine bestimmte Art von Nutzer mit einem eingeschränkten Spektrum. Und wahrscheinlich gibt es noch viele mehr. Und wenn man genau darüber nachdenkt, dann kommt man oder muss man zu dem Schluss kommen, dass eigentlich jeder von Barrieren betroffen ist, mindestens in bestimmten Lebenssituationen. Weil es muss ja nicht immer eine permanente Behinderung sein, sondern es kann auch eine situative Behinderung sein. Beispielsweise der Hipster mit seinem Latte Macchiato, der unterwegs auf sein Handy glotzt oder und nur eine Hand zur Verfügung hat. Oder die Mutter mit dem Kind auf dem Arm oder jemand, der sich einfach nur den Haxen gebrochen hat. Also im Endeffekt ist Barrierefreiheit was, was uns alle betrifft, spätestens im Alter.
Die Barrieren, von denen ich die ganze Zeit rede, was ist das eigentlich? Ich habe mal so eine ganz grobe Zusammenfassung, Gliederung gemacht in die Barrieren, die man so unterscheiden kann. Da hat man auf einer Seite, das ist mal das, was wir uns wahrscheinlich als allererstes in den Kopf kommt, technisch-funktionale Barrieren, die auf einer schlechten technischen Umsetzung beruhen. Das kann auch sein, dass assistive Technologie selber auch nochmal eine Barriere mit reinbringt oder beispielsweise, weil Daten nicht ordentlich oder schnell genug oder vollständig übertragen werden. Wer ist da gefragt? Naja, da sind gefragt wir Webentwickler und Dienstleister. Wir können an dem Teil von Barrieren sicherlich was ändern und wir müssen es nicht auf dem freien Feld machen, sondern dazu gibt es eine ganze Reihe von Richtlinien und Hilfestellungen. In Deutschland haben wir die barrierefreie Informationstechnikverordnung, BITV genannt, gibt es schon seit 2002. International am wichtigsten ist ein Regelwerk, das nennt sich Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG. Es gibt noch eine Reihe von anderen Dokumenten. Da steht viel drin, was man alles gut und vor allem schlecht machen kann, nicht soll. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgelistet. Ich mache die aufgrund der Zeitnot mal ganz kurz durch. Ich will vor allem darauf hinweisen, natürlich neben schlechten Quellcode und so weiter, kann hier auch mit reinkommen schlechte Performance, weil auch das kann eine Barriere sein. Oder beispielsweise so Dinge wie übergroße Daten, die wir übertragen, weil das ist letzten Endes auch eine Barriere und kann mitunter zu einer finanziellen Barriere werden. Wir sind in Deutschland immer noch eins der Länder, in denen Internet am teuersten überhaupt ist. Und auch das kann ein Problem sein. Die nächste Gattung von Barrieren sind Designbarrieren, die natürlich aus schlechter oder mangelhafter Gestaltung resultieren. Da sind Designer gefragt, die können daran was ändern und auch im Konzeptionsbereich. Wiederum Richtlinien dafür finden sich zuhauf in der WCAG. Die taucht jetzt immer wieder auf. Beispiele für schlechte Gestaltung können diese Dinge sein. Einfach schlechte Lesbarkeit, schlechte Struktur, mangelhafte Abläufe in so einer Website natürlich, schlechte Kontrast- und Farbverhältnisse oder, aber das ist offensichtlich überwunden mehr oder weniger, oder weil Websites einfach nicht responsiv sind und deswegen auf bestimmten Geräten nicht so funktionieren wie auf anderen. Captures, für diejenigen, die es nicht wissen, was es ist, bitte nachschlagen, ist es eine Barriere an sich, Captures sind nie gut. Dann kommen wir in den Bereich rein, der jetzt weniger technisch und gestalterisch ist, sondern eher auf der redaktionellen Seite liegt. Also wir haben hier Joomla als Content-Management-System, wir machen damit Websites und übergeben die irgendwann mal an Redakteure und auch die Redakteure können eine ganze Menge falsch machen, indem sie Inhalte falsch aufbereiten. Ob das jetzt Texte sind, die schlecht strukturiert und getextet sind oder Bilder, liegt also im Verantwortungsbereich der Webredakteure. Auch da bietet einem die WCAG wiederum Hilfestellung, aber es gibt auch auf nationaler und europäischer Ebene jetzt für uns sozusagen Hilfestellung, Richtlinien für Lesbarkeit, für Verständlichkeit und so weiter. Beispiele habe ich gerade schon genannt, sprachlich zu komplexe Dinge oder weil ich bestimmte Medien nicht mit alternativen Aufbereitungen versehe. Das heißt, Bilder müssen beschrieben werden, damit eine Suchmaschine oder ein Screenreader-Nutzer was von den Bildern hat. Videos sollten untertitelt sein mit Audiodeskriptionen und so weiter. Und schließlich noch eine vierte Gattung, die man gerne vergisst, aber die wahrscheinlich mitunter die wichtigste ist, nämlich organisatorische Barrieren. Da rede ich von Entscheidern, die sozusagen Barrierefreiheit in Projekten nicht berücksichtigen oder nicht priorisieren. Das ist natürlich ganz schwierig und dem ist auch ganz schwer, nur beizukommen. Da gibt es keine Richtlinien außer den gesunden Menschenverstand und da liegt es an uns wahrscheinlich mitunter, einfach Aufklärungsarbeit zu betreiben und zu sensibilisieren und immer wieder darauf hinzuwirken. Da hat es eine Studie gegeben von WebAIM, das ist eine Organisation, die sich in dem Umfeld bewegt und die 2014 mal gefragt hat, warum sind denn eigentlich die ganzen Websites so barriereunfrei, was meint ihr? Und mit Abstand der wichtigste und häufigst genannte Grund war, dass überhaupt kein Bewusstsein besteht, dass das eigentlich ein Thema ist und entsprechend ist natürlich auch kein Handlungswille da. Der zweitwichtigste Grund, dann das Geständnis, dass einfach zu wenig Wissen darüber besteht, dass sich die Leute nicht in der Lage fühlen, das Ganze umzusetzen. An dritter Stelle ein Vorurteil, dass barrierefreie Websites grundsätzlich hässlich sind und man sich so stark einschränken muss, dass sie nicht gut sein können, was natürlich totaler Quatsch ist. Und als letzter Grund, den man zur Hälfte wenigstens gelten lassen muss, ist, dass teilweise das Aufbereiten von Websites im Sinne von Barrierefreiheit kann in bestimmten Bereichen Geld kosten, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass man Gebärdensprache-Videos produzieren muss oder Untertitel oder sowas. Das ist Zusatzarbeit, aber in den meisten Fällen ist es so, dass Dinge, die mit Barrierefreiheit zu tun haben, eigentlich unser Handwerk sind und wir die jeden Tag machen und sie einfach nur richtig machen müssen und es wäre wenig Zusatzaufwand.
Warum sollen wir uns mit Barrierefreiheit beschäftigen? Es gibt einen Grund, den glaube ich, der betrifft uns alle, nämlich wir wollen mit unseren Websites ja erstmal so viel wie möglich Leute erreichen und niemanden ausschließen. Und wir schließen einen gewaltigen Teil von Nutzern aus, wenn wir Barrierefreiheit nicht berücksichtigen. Zweitens, ganz ehrlich, wir sind irgendwann alle selber davon betroffen. Also ich habe hier eine assistive Technologie, nennt sich Brille, haben wahrscheinlich noch die einen oder anderen von euch, ich sehe da welche, und es kommen noch mehrere dazu im Laufe der Jahre, da müssen wir ehrlich sein. Also irgendwann trifft es uns alle, es macht also Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt auch eine gewisse ethische Verantwortung, die wir da tragen. Wir sollen ja an einer inklusiven Gesellschaft mitwirken und da ist es ein wichtiger Anteil davon. Und es gibt noch einen Sachzwang zu guter Letzt, nämlich die Gesetzeslage verschiebt sich. Da will ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Es gibt Handlungsbedarf demnächst, der uns als Webentwickler alle zwingend betrifft. Die Gesetzeslage sieht so aus, wenn man mal kurz von außen nach innen reinzoomt. International haben die Vorreiterrolle auf jeden Fall die USA und Großbritannien. USA weiß man ja, da kann man jeden wegen alles verklagen. Dort gibt es den Americans with Disabilities Act seit ungefähr 30 Jahren. Das ist also Gesetzgebung, die eine rechtliche Handhabe liefert, um Anbieter von Websites zu verklagen, wenn die Websites nicht barrierefrei sind. Und das wird fleißig in Anspruch genommen. Wir sind im Augenblick, also die erste Hälfte 2019 war so, dass etwa eine Klage pro Arbeitsstunde eingereicht wird. Das heißt, es sind ungefähr 2000 Klagen pro Jahr. Zu Websites, die nicht barrierefrei sind, in der Regel wird das dann relativ schnell beigelegt und die Websites werden nachgerüstet, aber manche Fälle schaukeln sich schon mal hoch. In Europa sind wir noch nicht ganz so weit, aber es gibt durchaus Handhabe. Seit Dezember 2016 wurde eine EU-Richtlinie verabschiedet mit dem wunderschönen Namen 2016-21-02, die sagt, dass ab dem Zeitpunkt, und im Augenblick laufen noch Fristen, komme ich gleich drauf, ab dem Zeitpunkt auch kommunale Institutionen in Europa verpflichtet sind, barrierefreie Websites und barrierefreie Online-Angebote zu haben. Vorher war es so, dass es nur auf Bundesverwaltungsebene immer notwendig war. Und Anfang dieses Jahres ist eine neue EU-Richtlinie verabschiedet worden, der European Accessibility Act. Es wird jetzt einige Jahre dauern, bis der in Kraft tritt, 2025 in etwa, endgültig. Der wird dann erstmals in die Privatwirtschaft reinreichen und nicht alle, aber einige Unternehmen dazu zu verpflichten, barrierefreie Websites zu haben. Was übrigens nicht neu ist, sondern in Österreich ist es seit 2016 so, dass Online-Shops barrierefrei sein müssen per Gesetz. Das heißt, man könnte theoretisch Online-Shops verklagen, die nicht barrierefrei sind. Deutschland ist, was das angeht, leider Entwicklungsland. Wir haben zwar seit 2002 diese schon mehrfach angekündigte barrierefreie Informationstechnikverordnung. Seit 2016, wie gesagt, ist diese EU-Richtlinie in Kraft. Wie gesagt, jetzt gerade laufen noch Fristen, aber eine Frist läuft, glaube ich, nächste Woche aus, 23. September, wenn mich nicht alles täuscht. Es müssen jetzt Stück für Stück auch auf kommunaler Ebene Online-Angebote umgestellt werden. Es betrifft nicht nur Websites, es betrifft auch PDF-Dokumente beispielsweise, die ihr bei eurem Einwohnermeldeamt runterladet oder sowas. Es ist aber traurigerweise so, dass die Belangung und die Überwachung da noch äußerst in den Kinderschuhen steckt und nicht wirklich betrieben wird. Aber es ist trotzdem ein Signal, dass das immer weiter näher an uns ranrückt. Das heißt, irgendwann sind wir als Webentwickler auf jeden Fall damit konfrontiert. Und es hat Anfang dieses Jahres noch oder Mitte dieses Jahres noch eine Novelle der BitV gegeben. Die hat den Namen nicht verändert oder die Version nicht verändert, aber den Inhalt im Wesentlichen bezieht die sich nämlich ab jetzt auf die WCAG. Das sind diese internationalen Richtlinien dazu. Also wiederum WCAG ist das wichtigste Hilfsmittel da. Und diese Karte zeigt, welche Länder weltweit, in welchem Grad die WCAG schon in irgendeiner Form in ihre Legislative mit übernommen hat. Also man sieht, dass die WCAG in bestimmten Teilen der Welt schon ein wichtiges Kriterium ist, an dem man sich orientieren und festhalten kann. So, jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil. Ich bin vergleichsweise schnell, hoffe ich. Wie gesagt, ich habe einfach viele Dinge zusammengestellt, die so in meinem Alltag entstehen. Die Reihenfolge ist so ein bisschen willkürlich von mir, sodass er halbwegs Sinn ergibt. Muss ich noch mal kurz Grundlagen machen, was gehört eigentlich alles dazu zu so einer barrierefreien Website, was sind die Zutaten. Wir haben natürlich als Grundgerüst von jeder Webseite ganz unten immer mal den strukturellen Anteil, nämlich HTML, Quellcode, das ist das Rückgrat, auf dem jede Webseite galoppiert. Insbesondere im Bereich Barrierefreiheit kommt da noch eine zweite Technik dazu, die nennt sich UI-ARIA. Ich beschreibe gleich kurz, was die macht und kann und wozu man die braucht, aber die gehört auch in den Quelltextbereich rein.
Dann haben wir im Designbereich Werkzeuge, mit denen wir operieren müssen. Das ist natürlich bei Websites in erster Linie CSS. Im Interaktionsbereich und im Frontend ist der nächste Baustein JavaScript als das, was die Interaktion mit dem Nutzer macht. Ich sage gleich vorweg, mit JavaScript beschäftige ich mich in dem Talk nicht ausführlich. Das ist ein riesiges Feld, bei dem ich wahrscheinlich auch nicht der beste Ansprechpartner bin. Ich mache eher so diesen anderen Bodenkampf da. Und der letzte Punkt, da gehe ich auch noch punktuell drauf ein, ist alles, was sich mit Inhalt beschäftigt. Also es ist gar keine Technik in dem Sinn, sondern eher das, was die Redakteure angeht. YARIA hatte ich ja gerade angekündigt, ist eine Zusatztechnologie. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat oder sich damit beschäftigt hat. Ich will es nur ganz kurz überreißen, was YARIA macht. Das ist ein Zusatzvokabular zu HTML. Das heißt, das wirkt man in den Quellcode mit ein, um Dinge zu realisieren, die HTML von Haus aus nicht kann. Es gibt drei wesentliche Säulen bei YARIA. Das eine sind die sogenannten Roles. Roles vergibt man, indem man ein Role-Attribut auf Elemente drauflegt. Das Role-Attribut kann dann assistiver Technologie Auskunft über bestimmte komplexere Zusammenhänge geben, die HTML so nicht vorgesehen hat, beispielsweise ein Slider oder ein Dialog oder eine Tree-View oder solche Sachen. Inzwischen sind die Roles nicht mehr so fürchterlich wichtig, weil durch HTML5 neue Elemente dazugekommen sind, die teilweise diese Roles von Haus aus eingebaut haben und synonym dazu sind. Komme ich gleich nochmal, sage ich gleich noch einen Satz dazu. Der zweite wichtige Säule von YARIA sind States und Properties. Das sind im Wesentlichen Eigenschaften, die man HTML-Elementen und Konstrukten noch mit auf den Weg geben kann, die mehr aussagen, die assistiver Technologie mehr sagen, als es HTML könnte, beispielsweise ob ein Menü, das man mit einem Schalter auf- und zuklappen kann, ob das bereits aufgeklappt ist oder die Seite, auf der ich mich gerade befinde oder solche Dinge. Und die dritte Säule, sage ich nur ganz wenig drüber, sind sogenannte Live Regions. Live Regions sind Gesundheitsbereiche, mit denen man assistiver Technologie aktiv Kommunikation rüberschieben kann. Das ist wichtig beispielsweise, wenn ich sehr stark interaktive Websites habe, bei denen viel mit JavaScript nachgeladen wird und so weiter und so weiter. Davon kriegt ein Screenreader in erster Linie mal nichts mit von diesen dynamischen Änderungen, es sei denn, ich kommuniziere die ausdrücklich an ihn. Und Live Regions sind ein wichtiges Werkzeug dazu. ARIA hat ein paar Anwendungsregeln und die erste ist die wichtigste, nämlich Don't use ARIA. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ARIA ist eine Hilfstechnologie, die nur dann zum Einsatz kommen soll, wenn HTML es selber nicht hinkriegt. Das heißt, wenn es HTML-Elemente gibt, Konstruktionen gibt, die bereits eine semantische Aussage haben, die irgendwas bewirken, was auch ARIA nachrüsten könnte, dann soll man immer die HTML-Version davon bevorzugen. ARIA ist nur gedacht als Notnagel, aber mit ARIA kann man kein verpfuschtes HTML retten. Das wird nicht passieren. Also ARIA eigentlich in einer idealen Welt gäbe es kein ARIA. So, jetzt kommen wir zum 1x1. Ich habe vorweg noch, wir kratzen hier nur an der Oberfläche. Das ist, ich kann in so einem Talk längst nicht alles sagen, was wichtig wäre, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen dabei. Ich habe zu dem Zweck ein paar Demo-Seiten mir, ich wollte mir eine Demo-Seite vorbereiten. Eigentlich habe ich gedacht, ich fange mal mit der allerersten Website an, die wieder dieser Knabe hier 1993 ins Netz gestellt hat, weil ich damit eigentlich zeigen wollte, dass schon von Haus aus Barrierefreiheit in HTML eingebaut ist. Ich gehe jetzt mal rüber und trete kurz den Beweis an, schalte meinen Screenreader mal nochmal ein, das dauert einen kleinen Moment. Ich hoffe, dass das von der Technik her alles klappt und ich nichts Falsches drücke. Jawohl, jetzt müsste er gleich da sein. JOS 2019 Pro ist bereit. Startseite Bindestrich. Gut. Er ist da. Kriegen wir schon kaputt Ausrufungszeichen. Kriegen wir schon kaputt Ausrufungszeichen. Gedanken. Kriegen wir schon kaputt Ausrufungszeichen. Auf. So, E-World, ich lasse euch mal. E-World Wide Web Projekt. Überschrift Ebene 1. World Wide Web. The World Wide Web left paren W3 right paren is a wide dash area. Link. Hypermedia. Information Retrieval Initiative aiming to give universal access to a large universe of documents. Okay, soll reichen.
Ihr seht, also grundsätzlich funktioniert die erste, erstmal funktioniert die erste Website immer noch. Das ist schon mal cool, finde ich. Zweitens mal, sie funktioniert auch mit dem Screenreader hervorragend. Barrierefreiheit war damals schon von Haus aus eingebaut, ist es auch heute noch. Ich habe mich dann trotzdem entschieden, ich kann mit der Seite nicht besonders viel anfangen, weil die halt nicht mehr besonders zeitgemäß ist. Es gab in dieser Version noch nicht mal Bilder und so weiter. Deswegen habe ich eine kleine Demo-Seite vorbereitet, die ein bisschen mehr zeigt. Halt die Klappe. So. Seite auf, Pizza. Ich habe hier eine kleine Pizza-Bestellung zusammen gemacht. Die Website ist nur dazu da, um ein paar HTML-Elemente, die man so heutzutage hat, wiederzugeben. Ich habe hier auf der Seite noch überhaupt kein CSS im Einsatz, alles nur HTML. Ich habe da noch ein kleines CSS, zeige ich gleich. Ich wollte euch erstmal nur demonstrieren, dass diese Seite, so wie sie jetzt ist, nur HTML, dass die als solche schon wunderbar funktioniert. Es sind ein paar Kleinigkeiten schon reingesprenkelt an besonderen Barrierefreiheitstechniken, einfach nur um Dinge zu überspringen, die jetzt zu lang dauern würden. Aber im Großen und Ganzen ist die noch nicht optimiert. Es sind auch absichtlich noch ein paar Fehler mit drin oder ein paar Dinge, die man optimieren kann, mit drin. Und ich lasse davon jetzt mal mindestens einen Teil vorlesen, einfach nur, damit ihr verfolgen könnt, was ein Screenreader eigentlich aus so einer Seite macht und wie der vorgeht. Pizza besuchter Link, Grafik, Pizzeria, Bindestrich, Logo, Grafik, Pizza, Leo, Hauptnavigation, Navigation, Region, Liste mit drei Einträgen, Aufzählungszeichen, Pizza, aktuelle Seite, klickbar, Liste mit drei Einträgen, Verschachterung 1, Kundes, hohes Aufzählungszeichen, besuchter, aktuelle Seite, Link, Quattro, Stagioni, Kundes, hohes Aufzählungszeichen, Link, Capricciosa, Kundes, hohes Aufzählungszeichen, Link, Trevor, Maggi, Listenende, Verschachterung 1, Aufzählungszeichen, Link, Pasta, Aufzählungszeichen, Link, Salat, Listenende, Hauptnavigation, Navigation, Region, Ende, Hauptregion, Überschrift Ebene 1 Pizza Quattro Stagioni. In der italienischen Variante wird die Pizza Quattro Stagioni mit einem Belag aus Artischocken, Basilikum, Oliven, Pilzen, Tomaten und gekochtem Schinken zubereitet. In dieser Zusammenstellung repräsentieren die Artischocken den Frühling, das Basilikum und die Tomaten den Sommer, die Pilze den Herbst und der Schinken und die Oliven den Winter. Überschrift Ebene 2 Zutatenliste mit 6 Einträgen Aufzählungszeichen Tomaten Aufzählungszeichen Käse Aufzählung ja. Aufzählungslistenende. Listenende Grafik ohne Label Grafik Images Schrägstrich IMG unterstrich 20170409 unterstrich 142753 Überschrift cool, ja. Ebene 2 Bestellung Gruppe Größe Start Auswahlschalter aktiviert Normal Auswahlschalter nicht aktiviert Groß Auswahlschalter nicht aktiviert Familie Gruppe Ende Gruppe Auswahl Start Anzahl Anzahl Drehfeld erforderlich 1 Sonderwünsche Eingabefeld Gruppe Ende Gruppe Bestellinformationen Startname erforderlich Eingabefeld Adresse erforderlich Eingabefeld Postleitzahl erforderlich Eingabefeld Ort erforderlich, Eingabefeld, Telefon erforderlich, Telefon. Okay, soll reichen. Das war jetzt relativ schnell, aber es war noch lange nicht so schnell, wie typische Screenreader-Nutzer das konsumieren. Die machen nochmal 1,5 Faktor drauf, weil das einfach alles viel zu lang dauert. Reden und Denken sind zwei völlig unterschiedliche Geschwindigkeiten, aber man gewöhnt sich daran. Ihr habt jetzt gesehen, wie der Screenreader vorgeht. Der geht einfach linear durch das Dokument durch. Ich schalte ihn jetzt an der Stelle erstmal wieder aus, weil er uns sonst die ganze Zeit vollquasselt. Dann später wieder an. Ihr habt jetzt gesehen, wie der Screenreader durchgeht. Der geht wirklich linear durch das Dokument durch. Der kommuniziert so ziemlich alles, was ihm in die Finger kommt. Er kommuniziert auch Dinge, teilweise behelfsmäßig, die nicht ideal sind. Ihr habt vorher gehört, wie er einen Bildnamen vorgelesen, also den Dateinamen einer Bilddatei vorgelesen hat. Einfach mal nur so als Baseline, dass ihr gesehen habt, was das kann und macht. Ich drücke jetzt da unten mal auf mit CSS. Ich habe ein ganz einfaches CSS da drauf geworfen, um es ein bisschen erträglicher zu machen. Aber es ist noch original genau derselbe Quelltext. Noch keine Änderung daran vorgenommen. Jetzt habe ich ein bisschen Layout eingeführt. Ich habe hier oben eine Navigation habe ich mir zusammengebastelt, die auf Hover reagiert. Ich habe hier so ein bisschen Grid mal draufgeworfen, einfach nur, weil ich es kann. Habe das Ganze ein bisschen geformt. Ich gehe jetzt zurück in die eigentliche Präsentation. Und gehe mal mein 1x1 durch. Ich habe 23 Punkte zusammengestellt. Ich weiß nicht, wie ich in der Zeit liege, aber es wird schnell. Ganz aufs Adventskalenderformat habe ich es nicht hingekriegt. Mir würde sicher noch was einfallen zur Not. Das sollt ihr noch gar nicht sehen. Also, erstmal grundsätzlich HTML-Auszeichnung. Das ist natürlich das wichtigste Rückgrat von so einer Website überhaupt. HTML ist eine deklarative Sprache, das heißt, wir können damit den Inhalt beschreiben und vor allem Bedeutung reinbringen in den Inhalt. Und das ist auch super wichtig. Was macht er da so? Okay, ist auch super wichtig, Bedeutung reinzubringen. 99% aller HTML-Elemente haben eine Bedeutung. Es gibt wenige Ausnahmen und die sollten wir auch immer verwenden, natürlich, wenn wir Bedeutung reinbringen können.
nicht reingebrachte Bedeutung lässt den Screenreader im Dunkeln. Falsch reingebrachte Bedeutung ruiniert möglicherweise das Ergebnis. Das heißt, es ist wichtig, dass wir wissen, wie man HTML anwendet und was Bedeutungen sind. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir Absätze verwenden, dort wo Absätze sind, und nicht mit Divs und BRs umbrechen. Dass wir Listen verwenden, wo Listen angebracht sind, und nicht mit irgendwelchen Hilfskonstruktionen arbeiten. Dass wir Datentabellen, ich benutze ausdrücklich das Wort Daten, weil wir hoffentlich alle keine Layout-Tabellen mehr verwenden, dass wir Datentabellen korrekt umsetzen mit Tabellenköpfen und so weiter. Datentabellen zu navigieren mit dem Screenreader ist wirklich pain in the ass. Das will keiner und es funktioniert nur, wenn die wirklich sauber strukturiert ist. Wichtigste Grundlage von allen, valides semantisches Markup schreiben. Nächster wichtiger Punkt ist sogenannte Landmarks verwenden. Landmarks kommen eigentlich aus der ARIA-Spezifikation, aus einer Zeit, als es die im HTML so noch nicht gab. Landmarks beschreiben Bereiche auf der Website in ihrer Bedeutung. Inzwischen ist die Signifikanz von diesen Landmarks nicht mehr so hoch, weil wir neuerdings seit HTML 5, HTML-Elemente haben, die die Landmarks repräsentieren. Dazu gehört Header, Main, Footer, Navigation und so weiter. Bitte unbedingt immer verwenden, ganz wichtige Navigationshilfe, nämlich für assistive Technologien. Ihr habt gerade gehört, dass der Screenreader immer von vorne nach unten das Dokument linear durchgehen muss. Wenn du weißt als Screenreader-Nutzer, wo du hin willst auf der Seite, dann stirbst du natürlich, wenn du dir das alles anhören musst. Also es ist total wichtig, dass du Bereiche überspringen kannst. Und um Bereiche überspringen zu können, brauche ich Anker, an die ich hinspringen kann. Und Landmarks sind ein so ein ganz wichtiger Anker. Ich kann euch dringend empfehlen, dazu ein Tool in der Webentwicklung zu verwenden. Es gibt eine Chrome-Extension, ich arbeite hauptsächlich mit Chrome als Testbrowser. Und da gibt es eine Chrome-Extension, nennt sich Landmarks, die habe ich hier installiert. Mit dieser Extension, ich weiß nicht, ob ich die vergrößern kann. Nein, tut sie nicht. Ich hoffe, ihr seht es da oben. Hier kann ich mir raus extrahieren lassen. Übrigens habe ich erwähnt, dass die Slides online zur Verfügung stehen. Ihr braucht nicht mitschreiben und so. Ihr könnt das alles später lesen und so. Entschuldigung, dass ich jetzt das sage. Ihr könnt euch hier die Landmarks anzeigen lassen und kann ich später noch kurz demonstrieren. Wenn ich Zeit habe, mit dem Screenreader kann man sich eine Liste aufrufen und in dieser Liste sind alle Landmarks auf der Seite aufgelistet und dort kann ich direkt dorthin springen. Das heißt, ich kann abkürzen. Nettes Tool, kann man immer mal so nebenher anschalten, ganz wichtig. Zweite Kiste, die in die ähnliche Richtung geht, nämlich Überschriften. Bitte immer gründlich, reichlich und korrekt Überschriften verwenden. Korrekt heißt die korrekte Hierarchie bei den Überschriften, bitte beachten. Ist wiederum auch ein wichtiges Hilfsmittel zum Navigieren auf der Webseite. Und man muss vielleicht mit der einen oder anderen urbanen Legende da aufräumen. Also beispielsweise, dass es nur eine H1 auf der Seite geben kann, ist technisch falsch. Es ist aber natürlich aus bestimmten anderen Gründen mitunter schon sinnvoll, es dabei zu belassen. Wichtig ist auch zu wissen, dass ein Dokument nicht mit der H1 beginnen muss. Es ist zwar in den meisten Fällen so und üblicherweise macht es auch Sinn, aber es gibt Ausnahmen. Es ist aber auf jeden Fall die Regel, dass ein Dokument, in dem eine H1, das nicht mit einer H1 anfängt, in dem muss es eine H1 geben. Auch hier gibt es eine Extension, die interessant ist, die man mal immer herholen kann, nämlich die Extension Headings Map, die gibt es auch für einen Firefox. Da kann man sich bei einer Website, die man gerade anschaut, die kann ich, glaube ich, vergrößern, kann man sich die Überschriftenstruktur einblenden und hier kann ich recht gut nachvollziehen, da würde mir das auch rot markieren, wenn ich jetzt hier einen Hierarchiefehler hätte. Also Hierarchiefehler heißt, dass ich jetzt hier statt einer H2 eine H3 sitzen hätte. Damit würde ich quasi den Fluss in den Überschriften unterbrechen. So kann ich relativ schnell prüfen und auch hinspringen nebenbei, welche Überschriften ich im Dokument habe. Und wiederum, der Screenreader bietet eine Liste an, mit der ich sehr schnell zu den Überschriften hinspringen kann. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Dann haben wir als nächsten Punkt Links und Buttons. Das ist eigentlich traurig, dass ich darüber reden muss, aber Links und Buttons ist was, was viele Webentwickler leider, ich sehe es in meiner Prüfpraxis, nicht unterscheiden können und nicht so recht wissen oder ich weiß nicht, vielleicht würfeln die. Links sind Einrichtungen, die mich per Definition zu einer Ressource hinführen sollen. Das heißt, die bringen mich im Wesentlichen auf eine andere Website oder laden ein Dokument herunter oder. Buttons sind Apparaturen, die auf der Seite, auf der ich mich gerade befinde, eine Aktion auslösen sollen. Leider können das viele nicht unterscheiden, aber vielleicht hilft Ihnen das hier. Und was natürlich noch schlimmer ist, ist das da. Ich hoffe, dass das keiner von euch macht, nämlich irgendwelche Dinge hernehmen und dann mühsam mit CSS und JavaScript umbauen zu linkartigen oder buttonartigen
Konstruktionen. Ganz schlechte Idee, weil hat erstens mal überhaupt keine semantische Bedeutung, zweitens mal ist aufwendig herzustellen. Alles das nachzuprogrammieren, was einem der Browser schenkt mit JavaScript, ist wirklich anstrengend und drittens ist es total fehleranfällig. Also bitte nicht machen, sondern stattdessen sich auseinandersetzen, was Links und Buttons eigentlich sollen. Es gibt Konstellationen, die sind sehr komplex, beispielsweise wenn ich einen Menüpunkt habe, der gleichzeitig irgendwo hinführen soll und parallel dazu aber auch noch ein Untermenü aufklappen soll, dann bin ich in einem Konflikt zwischen, ist es jetzt ein Link oder ein Button oder beides. Da gibt es Konstellationen, die wirklich komplex zu lösen sind, aber es gibt Lösungen. Fünfter Punkt, super wichtig, Formulare. Wenn man sich Teststatistiken anschaut von automatischen Testtools, dann wird man feststellen, dass ungefähr 40% aller Barrierefreiheitsprobleme von Formularen kommen, also aller, die man automatisiert testen kann. Formulare sind ein riesen Thema. Ich kann nur dringend sagen, beziehungsweise kann ich euch später zeigen, ganz grundlegende Tipps, bitte die Input-Types, die es seit HTML5 gibt, fleißig verwenden, die teilen nicht nur Screenreadern, sondern auch Handys eine ganze Menge mit. Man kann da sehr spezifisch auf Eingabesituationen eingehen. Formularfelder brauchen immer ein Label. Also ich meine es wirklich ausdrücklich, immer ein Label, das im Bestfall vor dem Formularelement kommt, visuell drüber steht und per ID drauf referenziert. Ich habe für alles das, was ich da schreibe, Gründe. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, kommt auf mich zu, wenn ihr wissen wollt, warum ich da so militant bin. Was überhaupt nicht ausreicht, ist nur mit Placeholdern zu arbeiten oder mit Title zu arbeiten. Das ist alles für was anderes da. Das funktioniert alles nicht so gut. Screenreader sind übrigens Weltmeister im Fehler ignorieren. Die werden wahrscheinlich sogar was Sinnvolles vorlesen, aber es ist trotzdem suboptimal und funktioniert hier und da wieder nicht. Und als letzter Tipp, Felder wirklich auch so gestalten, dass sie eine Affordanz haben, das heißt, dass sie demjenigen, der das Formular ausfüllen soll, allein durch ihre Erscheinung schon mitgeben, was man eigentlich eintragen soll. Postleitzahl ist nur 5 Zeichen, kann kurz sein. Text Area wahrscheinlich mehrzeilig, sollte groß sein und so weiter, einfach um Hilfestellung zu geben. Es gibt ein hervorragendes Buch zu dem Thema, ich habe es dabei als gedrucktes, gibt es aber auch als E-Book, nämlich dieses Form Design Patterns von Adam Silver, kann ich nur dringend empfehlen, ist eine Wissenschaft für sich. Jetzt kommen wir so langsam in den Styling-Bereich rein. Die erste wichtige Erkenntnis ist, bitte niemals auf Semantik hin stylen. Das heißt, der Browser bringt ein Standard-Styling für die meisten Elemente mit, aber bitte verwendet niemals dieses Standard-Styling als Werkzeug. Wenn ihr sagt, es soll größer sein, mache ich eine Überschrift draus. Das ist natürlich falsch. Überschriften sind für was anderes da. Bitte niemals nach der Bedeutung, die Bedeutung in Ruhe lassen und immer explizit stylen. Ich empfehle außerdem dringend, auch nicht auf HTML-Elemente zu stylen, sondern in der Regel immer auf Klassen. Ich habe da mal für mich so eine kleine Reihenfolge aufgestellt, also im Idealfall immer auf Klassennamen stylen, dann gerne auf Attribute stylen, zur Not auf Elemente stylen und ich hoffe, dass niemand von euch auf ID stylt und schon gleich gar nicht mit important um sich wirft, aber das hat andere Gründe. Also bitte immer schön das Styling von der Semantik fernhalten. Nächster Punkt. Etablierte UX-Patterns nutzen. Bitte bewährte Muster verwenden, das reduziert die kognitive Last auf alle, die das nutzen müssen. Wenn ich weiß, das Logo ist links oben, die Navigation geht quer rüber, das Impressum steht unten, das sind alles Hilfestellungen für Leute, die nicht so erfahren im Umgang sind, die Schwierigkeiten hätten mit exotischen Experimenten. Komm, lass uns mal die Navigation rechts unten machen. Da geht sofort die Conversion runter auf solchen Websites. Immer Orientierung geben. Und wirklich das Ganze so einfach, wie es geht, halten. Manchmal geht es nicht einfach, aber grundsätzlich das als Maßgabe nehmen. Schrift, natürlich auch ein breites Feld, kann ich aus Zeitgründen allein schon nicht so viel dazu erzählen, aber ein paar wichtige Tipps, Schriften nicht zu klein machen. Ich glaube, das haben wir sowieso grundsätzlich überwunden. Schriften nicht in absoluten Maßeinheiten ins CSS reinschreiben. Das heißt, keine Pixel, keine, weiß ich nicht was, Punkt oder... sondern bitte immer in relativen Einheiten, EM, REM, zur Not auch mit Prozenten arbeiten. Hintergrund ist, wenn ich mit absoluten Maßen arbeite, dann hebe ich damit die Möglichkeit auf, dass der Benutzer sich in seinem eigenen Browser die Schriftgröße verstellen kann und ich hebel das aus. Nicht in allen Browsern, aber in manchen. Zeilenabstand angemessen machen und lesbare Schriften verwenden. Das ist auch was, das kann man gar nicht häufig genug sagen. Es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten in der Erfassung von Buchstaben. Ich zeige euch gleich ein Beispiel, damit es euch mal die Augen verdreht. Dyslexie ist so ein Thema. Schriften nehmen, bei denen Buchstaben möglichst nicht spiegelgleich existieren, also D und B und P und B, das ist schwierig für einen Franken, aber
Es gibt eine tolle Internetseite dazu, leserlich.info, da gibt es eine ganze Menge Info. Und nur damit ihr mal so eine Vorstellung kriegt, wie das sich so für einen Dyslexie-Patienten, ich weiß nicht, ist jemand mit Dyslexie hier im Raum? Okay, also das ist ungefähr das Leseerlebnis eines Dyslexikers, der hat Schwierigkeiten, Buchstaben in der Reihe klar zu erkennen und die Schriftart spielt eine große Rolle. Also seht ihr das? Ich hoffe, man sieht es deutlich. Das ist ungefähr so. Schriftart spielt eine große Rolle, ob man das erfassen kann oder nicht. Farben, natürlich auch eine Wissenschaft für sich. Ich will hier nur mit auf den Weg geben, bitte Dinge niemals ausschließlich nur über Farbe kommunizieren. Das heißt, ich wollte eigentlich ein Experiment machen, lasse ich aus Zeitgründen sein, aber in Deutschland sind 10% aller Männer farbfehlsichtig. Das heißt, die haben irgendeine Schwierigkeit, in erster Linie Rot-Grün zu unterscheiden. Also bitte niemals Farbe als einzigen Informationsträger verwenden, zumindest wenn es wichtig ist, sondern immer noch andere visuelle Merkmale auch noch mit dazu nehmen. Es gibt auch hier eine nützliche Browser-Extension, Chrome Lens heißt die. Die ist in die DevTools mit integriert und hier kann ich mir Farbfehlsichtigkeiten simulieren. Zum Beispiel, ihr seht jetzt da drüben, so ist es, wenn man vollständig blind ist. Aber hier kann ich auch noch verschiedene Farbanomalien durchprobieren und mir meine Webseite einfach mal so anschauen, wie jemand mit einer Fehlsichtigkeit das möglicherweise erlebt. Und was ähnlich ist, und da auch noch mit, oh, jetzt hätte ich vielleicht zurück, mache ich noch später. Was ähnlich ist und auch damit reingehört, ist, es gibt Nutzer, die ihre Websites in einem hohen Kontrastmodus anschauen müssen, weil die auch Schwierigkeiten mit der Farbwahrnehmung haben und das kann man auch simulieren. Das ist normalerweise eine Betriebssystemeinstellung. Ja, gehst jetzt her. Auch da gibt es eine, jetzt muss ich mal kurz die Linse hier wieder ausschalten. Auch da gibt es eine Extension, mit der man das mal schnell simulieren kann. Unter Windows ist es kompliziert. Gehst weg. Unter Windows ist es kompliziert, weil es tief ins System vergraben ist, aber es gibt eine Chrome-Extension dazu, mit der kann ich die Website in einen hohen Kontrastmodus schalten, so schaut es dann aus. Und da fallen ein paar Sachen weg, unter anderem fallen alle Hintergrundbilder weg. Also bitte niemals Dinge über Hintergrundbilder ausschließlich kommunizieren. Jetzt habe ich schon einen Gong gekriegt hier, jetzt muss ich mich ganz arg beeilen. Kontraste habe ich gerade schon angesprochen. Es gibt Kontrastverhältnisse in der WCAG vorgeschrieben, 4,5:1, in der Regel in Ausnahmefällen 3:1. Es gibt Kontrastchecker im Internet, es gibt auch Browser-Extensions, die empfehle ich nicht, weil die alle ganz gruselig sind, aber es gibt im Internet Kontrastchecker, ich gehe jetzt nicht drauf aus Zeitgründen, da kann man Farben gegeneinander vergleichen. Inhalte verstecken, dafür gibt es verschiedene Techniken per CSS. Einmal kann man Inhalte verstecken für alle Nutzer, natürlich. Man kann Inhalte verstecken ausschließlich für assistive Technologien, das heißt, sie sind visuell noch zu sehen, aber für assistive Technologien nicht mehr zu konsumieren. Und es gibt das Gegenteil dazu. Das heißt, so kann man zum Beispiel überlange Texte ausblenden, sodass sie nur für den Screenreader da sind. Das ist jetzt das Gegenstück dazu für Screenreader verstecken. Zoom und Umbruch, bitte immer dafür sorgen, dass ihr schön responsiv arbeitet, dass Dinge von alleine umbrechen, dass keine horizontalen Scrollbalken kommen. Das ist für Leute, die Bildschirmlupen verwenden, extrem anstrengend, wenn die ganze Zeit hin und her, weil sie nur einen winzigen Ausschnitt sehen. Und natürlich bitte per Viewport niemals das Zoomen auf einer Webseite verbinden mit dem User Scalable No, weil das natürlich auch bedeutet, dass Nutzer sich das Zeug nicht auf die Größe hochskalieren können, die sie eigentlich brauchen. Tastaturbedienbarkeit ist extrem wichtig. Bitte macht das mal. Wenn ihr eine Webseite veröffentlicht, stöpselt die Maus ab und versucht die mal mit der Tastatur zu bedienen. Ich könnte es jetzt demonstrieren an dem Beispiel. Ich habe nur noch 3 Minuten oder so. Ich muss mich beeilen. Mache ich nicht. Bitte niemals am Tab-Index rumfummeln. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Das gibt nur Probleme. Keine Tastaturfallen einbauen. Tastaturfalle ist was, wenn man per Tastatur irgendwo hinkommt, aber dann nicht mehr weg kann, weil es per JavaScript unterbunden wird. Das ist einfach der komplette Killer für Leute, die mit der Tastatur arbeiten. Das sind übrigens nicht nur Screenreader-Nutzer. Den Fokus immer unbedingt sichtbar halten. Da hat dieses Chrome Lens Extension, wollte ich eigentlich demonstrieren, super cooles Feature, kann ich vielleicht nachher nach dem Talk machen. Aber Tastaturfokus immer bitte deutlich zeigen. Der muss nicht hübsch sein, er muss aber sichtbar sein, er muss sogar eher auffällig sein, damit man weiß, wo man ist. Bitte niemals, und das machen bestimmte Entwickler sehr, sehr gerne, bitte niemals Outline None auf Dinge draufwerfen. Das verhindert nämlich den Tastaturfokus. Mit Focus Visible, das ist eine neue Eigenschaft, gibt es im Augenblick nur im Firefox, kann man da eine ganze Menge reißen. Was sehr stark da dazugehört, bitte
eine halbwegs schlüssige Reihenfolge im Fokus einhalten. Da hat man natürlich mit den neuen Dingern Flexbox und Grid alle Möglichkeiten, in der Darstellung dann noch die Reihenfolge von Elementen zu verändern, aber das führt mitunter zu verwirrenden Konstellationen, weil man den Fokus nicht mehr wirklich nachvollziehen kann. Ihr habt vorhin gesehen, dass Screenreader kein Querlesen kennen. Das ist nicht so wie wir, die wir da drauf schauen können und mal sagen, ah ja, da ist das Menü und da ist der Artikel und alles klar, sondern die müssen immer der Reihe nach vorgehen und deswegen muss es auch schlüssig und sinnvoll sein. Deutliche Zustände, ich fliege jetzt drüber, das heißt immer natürlich bei Buttons alle Zustände berücksichtigen, inaktive Elemente berücksichtigen. Pflichtfelder und Formularvalidierung ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wie man das als Screenreader-Nutzer wahrnimmt beispielsweise. Oder Zustände im Sinne von, ist das Menü schon geöffnet oder geschlossen, kann man mit ARIA-Attributen kommunizieren, immer im Schulterschluss mit JavaScript. Sprache, das muss ich euch ganz kurz am Ende noch zeigen, weil Sprache ist eigentlich cool. Ich habe absichtlich ja vorhin die eine Seite nicht hundertprozentig optimiert und ihr habt immer schön von Quattro Stagioni geredet. Ich lasse euch das gleich nochmal in Italienisch vorlesen. Sprache kann man angeben fürs komplette HTML-Dokument und für einzelne Bereiche Fremdworte. Das heißt, man kann den Screenreader in andere Stimmprofile wechseln lassen und dann klingt das Ganze sehr viel sinnvoller. Hilft assistiven Technologien, aber auch Rechtschreibkorrektur und wenn ihr mit dem Google Translator auf eine Website losgeht, ist er auch darauf angewiesen zu wissen, was die Ausgangssprache ist. Aussagekräftige Beschriftungen, ich flieg da drüber. Links und Überschriften, habe ich ja vorhin gesagt, lassen sich im Screenreader als eigene Listen zeigen und da werden nur die Beschriftungen von den Links und Überschriften rausgezogen. Jetzt, wenn da bei eurem Blog-Übersichtsseite immer nur mehr steht, dann weiß ein Screenreader-Nutzer überhaupt nicht, ja, was denn eigentlich mehr. Das heißt, solche Links sollten, und selbst wenn es versteckt, visuell versteckt ist und nur für Screenreader-Nutzer ist, immer nicht nur sagen mehr oder weiterlesen, sondern sagen, worum es da geht und wo es irgendwie weitergeht. Das Gleiche gilt für Überschriften übrigens auch. Alternativtexte für Grafiken, ich glaube, das ist inzwischen ein alter Hut. Jedes Element im Browser hat einen sogenannten zugänglichen Namen, einen Accessible Name. Da gibt es eine Computation-Reihenfolge seit letztem Jahr, wie dieser Accessible Name berechnet wird. Ihr habt vorhin gehört, dass bei dem Bild wurde img... vorgelesen. Diesem Bild fehlt natürlich eine Alternativbeschreibung, egal welcher Natur. Da gibt es verschiedene Techniken, um das herzustellen. Der Vorgang ist nicht ganz trivial und es gibt auch eine Handreichung von der Y-Gruppe, die einem eine Hilfestellung bietet, wie man gute Alternativtexte schreibt. Faustregel kurz, kompakt und nur mit essentiellen Infos. Jetzt bin ich fast am Ende, ich krieg's hin. Alternative Aufbereitungen, gerade zeitbasierte Medien, das heißt Videos oder Audios, brauchen alternative Aufbereitungen, wie zum Beispiel eine Transkription, also eine Textform von einem Video oder von einer Audiodatei oder Untertitel in einem Video oder Gebärdensprache-Videos für Leute, die nicht hören können. Animationen, ganz schnell bitte immer so machen, dass die einen nicht von Haus aus überwältigen, wenn man auf die Webseite kommt und sofort losbrüllen oder loslaufen. Und wenn es sowas schon gibt, dann am besten steuerbar machen, mindestens abschaltbar machen. Und es gibt seit einiger Zeit gibt es das Prefers Reduced Motion Feature, sowohl im CSS als auch im JavaScript. Da kann ein Nutzer, bei Windows ist es in den Systemeinstellungen, sagen, ich möchte keine Animationen, und zwar egal wo, auch im Internet. Und man kann per CSS und per JavaScript darauf reagieren und zum Beispiel einen Slider, der automatisch durchlaufen würde, für solche Nutzer erstmal stillstehen lassen. Letzter Punkt, was das angeht, Verständlichkeit. Bitte zielgruppengerecht schreiben, ja gerne, aber trotzdem immer so einfach wie möglich schreiben und texten und so, nur so komplex wie notwendig. Natürlich werde ich eine Fachpublikation anders texten als ein Prosatext. Gute Textstruktur machen. Es gibt in Deutschland und auch in anderen Ländern Standards zu sowas oder so Semi-Standards. In Deutschland heißt es einfache oder leichte Sprache. Es ist nicht hundertprozentig durchdefiniert, aber da gibt es, die Bundesregierung hat was damit zu tun. Es gibt den Verein Netzwerk Leichte Sprache, der einem da zeigt, wie man texten kann für Leute, die zum Beispiel nicht Muttersprachler sind oder Verständnisschwierigkeiten haben. Ganz kurz zu JavaScript. JavaScript ist so ein extra Punkt für sich. Das ist natürlich gehypt durch dieses ganze React und Angular und Vue und so weiter und so weiter. Wenn man in die Landschaft da draußen schaut, ist es sehr schlecht bestellt um die Barrierefreiheit, was aber nicht an den Frameworks selber liegt, sondern es ist nur so, dass es unfassbar bequem ist, dort alles zu ignorieren, was Barrierefreiheit angeht. Deswegen machen es auch ganz viele. Es muss nicht so sein. Es gibt wenige Leute, die sich damit beschäftigen. Ich habe hier ein paar Ressourcen aufgelistet, gute Einstiegspunkte, wenn euch das interessiert. Und zum Schluss noch drei Links.
Inclusive Design Principles haben sich ein paar kluge Köpfe zusammengesetzt und ein paar Grundregeln zusammengeschrieben, nicht nur was Barrierefreiheit angeht, sondern wie man inklusive Websites und inklusive Online-Angebote machen kann. Ganz tolle Geschichte. Es gibt sehr viele Test-Tools, die man in seine Toolchains einbauen kann und automatisiert seine Produkte mit testen kann. Dort gibt es einen Vergleich, der ist nicht mehr ganz aktuell, aber die Tools gibt es alle noch. Und zum Schluss, das ist der Laden, mit dem ich auch zu tun habe, gibt es auch verschiedene Organisationen, die manuelle Tests anbieten. Also wenn ihr wirklich nur mal sicher gehen wollt, dann werdet ihr um manuelle Tests nicht rumkommen. Barrierefreiheit ist weder schwer noch hässlich noch beschränkt. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Es fängt alles damit an, dass wir mit einem Mindshift operieren, dass wir Leute davon überzeugen, dass es wichtig ist. Wir haben die ganzen Tools schon zur Hand. Wir müssen es nur anwenden. Und vor allem ganz wichtig, wir müssen das Verständnis bringen, dass Barrierefreiheit nichts ist, was wir zum Schluss noch schnell on top irgendwo draufwerfen, wenn das Budget reicht und wenn wir noch Zeit haben, sondern hier der Herr hat sinngemäß übersetzt, es hat gesagt, Barrierefreiheit ist nicht, dass wir jemandem Gefallen tun wollen, sondern Barrierefreiheit ist einfach verdammt nochmal unser Job. Danke, das war's. Ein ganz kurzer Werbeblock noch. Ich mache, wie gesagt, die Accessibility Club Meetup-Reihe. Könnt ihr gerne kommen. Ist das nächste Mal in Berlin. Und ich mache eine Konferenz in Island nächsten März. Wenn jemand von euch da hinkommen will, ihr kriegt einen Discount-Code. Die Slides gehen jetzt dann online. Vielen Dank.